Hallo und herzlich willkommen zurück zu Samkat und ein weiteres Video von Cashier Simulator. Und ja, beim letzten Mal haben wir das Spiel so ein bisschen kennengelernt und wir haben so auch so rausgefunden, dass es zwar sehr aufwendig produziert hier wurde mit der Umgebung und sowas alles, aber es sich eigentlich nur um dieses Produkt hier handelt und wir stehen da drinnen und kassieren halt ab, müssen ein bisschen Mathematik machen. Und ja, das ähnelt so ein bisschen so ein Tycoon, ja, anstatt ein Simulator, weil man hat irgendwie, ja gut, man muss abkassieren, aber ja. Aber zum Beispiel, man muss halt neue Regale kaufen, Produkte werden dann teurer, man muss halt mehr zusammenrechnen und kriegt sozusagen mehr Geld. Das ähnelt wirklich so dem Spielprinzip eines Tycoons, dass man halt immer mehr, nicht produziert, aber immer mehr halt Geld erwirtschaftet. So, ja, wir waren beim letzten Mal schlafen gegangen und jetzt sehen wir zum Beispiel, die Tür wird automatisch zugemacht. Und also jetzt klaut hier keiner was. Und ja, jetzt gucken wir mal, was die Kundschaft so bringt. So, das Ding klappt leider immer noch nicht so. Keine Ahnung. Ist auch egal. So, was hat er jetzt geholt? Candy? Also sind das Candies? Chunky, oh. Cookies sind 7. Okay. 7. Zack, bitte. Also muss ich aber auffüllen. Ah, shit. Kein Geld zum Auffüllen. Das ist natürlich doof. Man bekommt echt wenig Geld, muss ich sagen. Also manchmal macht man bloß 1 oder 2 Dollar Gewinn. Das ist nicht gerade viel. Und leider können wir auch jetzt, ich habe schon alles gekauft, leider nur hier noch so eine Produkt kaufen. Und dann war's das. Gucken. Jetzt kaufen die alle Nachos. Leute, es hat Nacho-Tag oder was? Lauf nicht alle vorbei, kauf was. Außer Nachos. Junge. Die mich verarschen. Toll. Ein Cookie. Dann lieber doch zweimal Nachos. Habe ich jetzt 1 Dollar mehr. Na los, komm. Also Cookies wollen eigentlich viele haben, ja? Cookies, so. Ja, 3, 3, 6. Okay. Zack. Gut, jetzt kann ich das wieder auffüllen hier. So. Cookies wieder im Angebot. Cola kann ich wieder auffüllen. Super. 33. Ja, braucht schon doch schon ganz schön. Komm, kaufen wir was Großes hier. Ah. 9. Ich hoffe ja mal, dass so ab 11 pm, weil das ist so der dritte Tag rum, dass die denn auch Leute schicken, die 3 einkaufen. Die 3 Sachen einkaufen. Okay, einer für 16. Super. Halt, ich gucke nochmal nach. Nicht, dass hier was ist. Okay, 16. Gut. Der Stuhl ist auch super platziert hier. Der steht eigentlich immer im Weg. Hätte ich mal nicht gekauft. Scheiß Ding. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Wieder 16. Gut. Das ist schön. So. Auch mal so eine Fuhre. Dann kann ich da wieder auffüllen. Das ist top. Hallo, hallo, kauf bei mir. Gut, sehr schön. 4, also 17. 1 mehr, gut, super. Dankeschön. Kann ich Candies wieder auffüllen, Cookies wieder auffüllen, das wieder auffüllen, super.
Wunderbar. So, Cookies. Das sind 3, 7 sind 10. Auch gut. Das ist so teuer, ne? Zum Auffüllen. 66, ey. Wahnsinn. Cookies 5. Hä? Ach, wie komme ich auf 5? Ah, ich habe mich verlesen. Dachte ich, hier wären 2 Dollar. Ach, scheiße. Egal. Oh, 26. Danke für den Einkauf. Super, super. Jetzt muss ich aber sparen. Okay, Nachos sind 2, 9. Okay. Oder da hat sich noch jemand anders reingeschlichen hier. Anderes Produkt. Oh ne, es waren 4 und 3. Da waren 7. Komme ich dann auf 5? Habe ich bestimmt eine 2 gelesen hier. So, jetzt nochmal. Cookies. Das sind 7, sind 10. Gut, danke. Oder sollte ich lieber einfach weitermachen hier? Vielleicht kommen dann allein anhand der Produkte, die ich habe, vielleicht kommen denn da mehr Leute denn. Ich weiß es ja nicht. Aber jetzt wieder zum Auffüllen? Nee, ich mache jetzt einfach ein neues Produkt. So. Was kommt denn? Oh, eine Suppe. Nee, Fruit. Channel Fruit. Fruit Cocktail. Okay. Für 8 Dollar. Super. Kekse 6. Nächste kostet 75. Nächstes Produkt. Zwei Keks 7 und 7 sind 14. Gut. Ah, wird dann leider. Aber 88 zum Neuauffüllen ist echt heftig, muss ich sagen. So, das sind 8. 8 und 3 sind 11. Komm, kauf was Schönes. Ah, 3, 3 sind 6. Das ist nicht schön. Musst mehr kaufen. So, 40. Guck mal, ich brauche allein schon 120, um die Regale wieder aufzufüllen. Das ist echt heftig. Dann gibt es so Leute, die hier einfach nichts kaufen. Junge. Heftig. Kauft man jetzt endlich 3 Produkte hier? 2, 7, 9. Ja, immer noch besser als 7. Zwei und drei, fünf. Mal, 1 Dollar. Gut gemacht. Das ist ein Witz eigentlich. Das ist schon echt ein Witz.
Aber so ist es leider. 8, 4 sind 12. Jetzt habe ich 5. 5 Dollar verdient. Nee, doch nicht, hä? Wieso holen die manchmal 3 Produkte oder was? Ach so, nee. Schon sagen. 7, 3 sind 10. Gut, wunderbar. So. 2 Dollar Gewinn gemacht. Echt gar nichts. Dann kommen endlich die Leute, die 3 Artikel wollen. Mensch. 8 und 4 sind 12. Oh, es kauft endlich 3 Produkte. Wieder nicht. 7 und 8 sind 15. Aber so geht auch. $4. Na los, komm. Toll. Du warst der beste Kunde heute, wirklich mit $3. Alter Schwede. Aber es gibt ja auch keinen Massenrabatt, ne? Wenn man jetzt solche in Massen nachher bestellt, das hätte man natürlich auch reinmachen können. Dass man ein bisschen Massenrabatt kriegt. Aber ne, ist nicht. Das Ding will keiner kaufen, ne? Schade. Und wenn ich es nicht mehr habe, dann wollen sie es kaufen. Ah, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. So, jetzt kann ich den natürlich nicht auffüllen, weil ich kein Geld habe. Aber ich kann die Cookies auffüllen. Gut. Das ist top. Jetzt kommt wieder keiner. Gut, 7, 4, 11. Solange es immer im Dingsbereich ist, ist das immer gut. Jetzt habe ich $4 verdient. Das ist gut. So kommt man auch hoch. Stück für Stück. Sieben, sieben, 14, das ist auch gut. $3. Tja. Kleinvieh macht auch Mist. Krass ist, dass ich meine Lampe sehe, aber mich als Figur sehe ich nicht. Dudeldidel-du, dudeldidel-du, dudeldidel-du-du-du. Du bist echt stockduster, ne? Kein Mond, nichts. Keine Sonne, gar nichts. Schade. Okay, Taco und 4 sind 6.
ouvindo? Onde tá o meu fone de ouvido? Alles klar. Das geht also. Aber nicht alles. Okay. Nacho. 2. Komisch, Shorts gehen, aber normale Videos nicht. Komisch, ja. Oh, jetzt geht's komischerweise. Es wird endlich mal wieder Zeit für das extremste Wettrennen, das es in Minecraft gibt. 150 Spieler treten gegeneinander an. Wer schafft es innerhalb von 90 Minuten die weiteste Distanz zurückzulegen, ohne dabei aber zu sterben? Denn okay. Das brauche ich natürlich nicht. Warte mal, können wir auch Vollbild machen? Yeah, so sieht das aus. Oder? Cool. Da. Okay, Nacho, Checkout, 2. Ah ne, war falsch, scheiße. Ich habe den Becher vergessen, der dahinter stand. Scheiße. Oha, da kriege ich richtig Minus, ne? Die gehen einfach da mit der Ware. Was ist das denn? Wenn ich sie falsch abkassiere, gehen die einfach mit der Ware. Lol. Das ist ja heftig. Okay, 2 Candies, 14. Gut. $2. Gewinn. Wow. Gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. So, was willst du? 7. Okay. Kannst du nicht mal 3 Artikel bestellen oder so? Das wäre schon cool. Hm. Mehr ist hier nicht. Okay, 7. Da müssen wir $2 geben, jawohl. War nicht schlecht. Das muss wieder aufgefüllt werden. Aber wohl, das haben eigentlich sehr selten die Leute gekauft. Sehr, sehr selten. Nacho, 7, 9. Ach, 7. Ah, ich Idiot. Ich habe die 7 gelassen, anstatt den 9 einzutragen. Oh Mann, ey. Naja, $1. So, wir machen aber was anderes. Wieso können die alle das nicht spielen? Hä, ging doch gerade eben auch noch. Verstehe ich nicht.
Hä, verstehe ich nicht. Er kann jedes andere Video abspielen und nicht meins? Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Das finde ich jetzt voll gemein. Er kann alles abspielen, außer nicht meine Videos. Was soll das? Ist ja unfair. Oder? Also das finde ich jetzt unfair. Das finde ich echt dumm, ganz ehrlich. So, ja, da machen wir das so. Zack. So, wartest du schon lange? Hä? Was ist denn los? Blöd oder was? Ah, ich hab's. Egal. Der kostet nur 3. Ja, also langsam lässt die Konzentration weg. So, 2, 3, 5. Aber das war richtig. Muss echt aufhören, hier falsch zu rechnen, sonst mache ich übelst Verlust. Sieben und zwei sind 9. Gut. 2 Dollar Gewinn. Mit der 8. 8 Dollar. 3 Dollar Gewinn, gut. Ja, vielleicht soll ich eigentlich immer mehr Produkte einfach machen. Aber ist ja doof. Na, was kaufst du? 4 und 7, 11. Brauch einfach mehr Geld. Das schleppt sich schon ganz schön, ja. Jetzt wollen sie es alle wissen, ey. Nacho sind 6. Gut. Dim, 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 dim. Da sind 7 und 3, also 10. Gut. Aber wieso kommen ja auch nicht 2 Leute rein, sondern immer kommt nur einer rein, ja? Ein bisschen komisch. Wow.
Cookie. Ein Cookie. Ganz, ganz toll. Kauf doch mal jetzt 3 Artikel hier, los. Oh, ey. Also, es schleift sich schon ganz schön. Muss ich mal sagen. Aber ich glaube, das liegt anhand der Regale. Wenn ich die Regale hier, eine bestimmte Menge hier habe, dann kaufen die wohl mehr ein. 4, 7 ist 11. Ah. Ich will erstmal das Regal wieder auffüllen. Oder machen wir gleich ein neues Regal? Ich weiß. Ja, doch, wir machen gleich ein neues Regal. In der Hoffnung, dass wirklich die Leute jetzt 3 Artikel kaufen und nicht nur 2. Das ist 3 und 7 ist 10. Du darfst ja wirklich kein Dollar zu viel oder zu wenig machen, ne? So, 7. Ja, ich hoffe nicht, dass jetzt hier das Regal hier hinkommt und man hier einfach dann nicht mehr durch die Tür kommt. Das ist Salat, okay. So, 2, 8 ist 10. Jawohl. Gut. Okay, ist 3 und 7 ist auch wieder 10. Gut. Zwei, drei, vier, fünf. 9 Regale habe ich jetzt. Oh, ey. Komm, Ena, dann jetzt mal richtig schön hier einkauft. Los. Ey, doch nicht Nachos, Junge. Du machst, sind das 2, 4. 4 Dollar, Junge, die kannst du dir sparen. Jawohl, Witz. zehn. Alles, was so 10 Dollar bringt, ist immer gut. Da gehe ich gerne mit. Aber nicht hier so 4 Dollar und so ein Scheiß und 3 Dollar, das ist der Schwachsinn. Oh, Salat. 7 und 7 sind 14, gut. Okay, guck mal, der bringt mir schon mal 3 Dollar Gewinn. So, zweimal Salat. 14, das ist auch gut. Das gefällt mir. Was kostet das nächste Regal? 8,85. Ja, aber ich will es erstmal aufgefüllt haben hier. Vor allem das große Zeug wieder. Das fehlt mir 8 und die Tüte 7 sind 15. Ah, so langsam wird's. Guck mal, das Regal aufzufüllen brauche ich 10 Kunden. Das ist heftig. Sieben und drei sind zehn. Das wird ja auch nicht besser. Ja, eins machen wir noch und dann gucken wir mal, wie viel das bringt. Wenn das natürlich jetzt wieder so ein 3-Dollar-Produkt ist, na dann hier, Alter. Ganz ehrlich. Ich meine, du kannst nichts anderes hier großartig machen. So, 7. 15 noch, na guck mal. Ich finde das so lustig, wenn er wirklich die Tür zubaut. Ich finde das so lustig.
Oh, einmal 4. Cookies sind 3, also 7. Gut. Noch 8. So, was ist das hier? 7 und 3 gibt 10. Okay. Gut. Kaufen wir uns das schöne neue Regal und dann gucken wir mal. 95 kommt das nächste. Was ist jetzt? 11. Oh. Super. Das ist der Smoothie. Okay. Alles klar. So, 4 und 7 sind 11. Diese kommt 95. Salat wieder gekauft. Okay, 10. Lustig, sie kaufen ja meistens noch nicht mal die neuen Produkte ein. Und immer diese alten Produkte, die nichts bringen. Na? Acht und sieben sind 15. Ja, das ist schon mal ein schöner Preis. Mensch, 15. So. Also jetzt du. Okay, Salat. 8, 7, 15. Super. Zack. So. Das nächste, aber wie gesagt, es geht hier wie, deswegen, ich sag, meint er, es ist wie so ein Tycoon-Game. Im Endeffekt wartest du einfach nur, dass du das neue ausbauen kannst, in der Hoffnung, dass es teurer ist, das Produkt, und du halt mehr verkaufst. Also im Endeffekt, Simulator, weiß ja nicht, was das hier so wirklich mit Simulator zu tun hat, soll, weiß ich nicht. Aber ja, Tycoon stimmt schon. Tycoon ist es nicht so unbedingt, aber hat also das Spielprinzip. Aber Tycoon wäre eigentlich fast automatisch, ne? Hier muss der manuell alles machen. So, 9. Aber trotzdem, die Leute kaufen einfach viel zu wenig ein. Das ist ein Witz. Das heißt, es schleift. Es schleift, hier sich durchzuprügeln. Aber so ist jedes Spiel am Anfang. Dass es immer ein bisschen schwer fällt, alles. So. 8 und 3 sind 11. Oh, genau 95. Super. Neues Regal. 9. Eiskaffee. Gut, alles klar. Ja. So geht es halt die ganze Zeit weiter. Ne, in der Hoffnung, dass man halt auch mal, also es sollen Kunden kommen, bis zu 5, also bis die bis zu 5 Artikel kaufen. Ja, das dauert aber anscheinend noch. Und ja, das war das Game Cashier Simulator. Wenn es dir gefallen hat oder dir allgemein solche Videos gefallen, dann lass gerne mal ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski.